Ja. Was, ja. So ist das. Wie, was ist so? Ja. Hä? Jackie, verstehe dich nicht. Aha. Was? Nö, Red mal deutlich, ich möchte wissen, was du sagst. nö, nö. Nö, das geht schon. Was? Jack? Weißt du was, Jack? Die nächste Geschichte, die wir gleich erzählen, die handelt von genau sowas, was uns gerade passiert ist. Yes. Ja, dass ich verstehe, hab nicht verstanden, was du gesagt hast, du hast irgendwas geredet. Genau sowas? Nicht ganz genau sowas, aber sowas ganz Ähnliches. Wie? Ja, die Leute haben sich auf einmal auch nicht ganz nicht verstanden. Wie? Nicht verstanden? Naja, die haben in einem Moment haben sie geredet, so wie wir, und sich verstanden, und im nächsten Moment, zack. Wie zack? Ja, sie haben nichts verstanden. Nie nicht verstanden. Ach, weißt du was? Ich fange mal am besten von vorne an. Okay, besser ist das. Also, die Geschichte spielt viele, viele Jahre nach der Sintflut. Oh, wie viele Jahre? Puh, keine Ahnung. Aber die Menschen sind an einen Ort gezogen. Wohin denn? Eine Ebene, die hieß China. Was ist denn eine Ebene? Eine Ebene, das ist wie eine große Fläche, wo keine Berge sind. Ach so, eine große Wiese. Ja, so ungefähr wie eine große Wiese. Ja. Nur viel größer als die Wiese hier hinten. Größer? Naja, die wollten eine ganze Stadt bauen. Das waren viele Menschen. Oh, ja, okay. Ja, auf jeden Fall wollten sie eine Stadt bauen. Und das haben sie auch gemacht. Und wie hieß die Stadt? Oh, das weiß ich nicht, wie die am Anfang hieß, aber ich weiß, wie sie später hieß. Und wie heißt sie? Nachher verrate ich es dir. Das ist nämlich wichtig, denn sie hat später einen anderen Namen bekommen als am Anfang. Okay, was ist da passiert? Naja, die haben eine Stadt gebaut und dann haben sie sich gesagt, jetzt wollen wir einen Turm bauen. Ein Turm? Wie bei einer Burg? Nicht wie bei einer Burg. Was denn dann? Die wollten so einen riesigen Turm bauen, der bis zum Himmel geht. Wie ist im Himmel? Bis in den Wolken? Nein, bis zum Himmel. Da, wo Gott wohnt. Genau, da wo Gott wohnt. So einen hohen Turm wollten sie bauen. Geht das denn? Puh, weiß ich nicht. Geht das? Geht das? Keine Ahnung. Nein, eigentlich geht das nicht. Wieso haben die das denn gemacht? Puh, weiß ich nicht. Aber die Menschen, ich glaube, die Menschen dachten, das geht. Okay. Waren die dumm? Weiß nicht, ob die dumm waren. Aber das war keine gute Idee. Wieso denn das? Naja, Gott hat das gesehen, dass sie da was gebaut haben. Und dann? Und dann hat Gott sich runtergebückt und geguckt. Was lachst du denn? Was ist los? Was ist so lustig? Ja, ich musste lachen. Wieso? Naja, weil der große Gott so runtergucken muss. Wie runter? Ah! Ja. Siehst du? Ja, du hast recht, das ist echt lustig. Der große Gott muss erstmal genau hingucken, was die Menschen da bauen. Ja, siehst du, das war lustig. Das stimmt. Aber Gott hat genau hingeguckt und hat gesehen, was die gebaut haben. Okay, und das hat er dann gemacht. Dann hat er gesehen, oh. Das ist keine gute Idee, was die Leute machen. Wieso denn das? Naja, weil so ein Turm reicht nicht, um zu Gott zu kommen. Ach stimmt, weil Gott im Himmel wohnt und nicht da oben in den Wolken. Genau. Gott wohnt im Himmel und der Himmel ist nicht das, was wir über den Wolken sehen. Ne? Der Himmel ist ein anderer Ort. Richtig. Und das, was die Menschen dann machen wollten, das war total übermütig, das war sogar hochmütig. Die wurden total stolz. Und die haben auch etwas gemacht, was Gott gesagt hatte, das sollen sie nicht machen. Beziehungsweise er hat gesagt, sie sollten etwas machen und das haben sie nicht gemacht. Was denn? Na, Gott hat gesagt zu Adam und Eva, sie sollen die ganze Erde bevölkern. Und das haben sie nicht gemacht? Nee, das haben sie nicht gemacht. Die sind an eine Stelle gegangen zu diesem Ort und alle haben an diesem Ort gewohnt, an dieser großen Stadt. Oh.
Ja. Und da hat Gott gesagt, das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Naja, die sollen die ganze Welt bevölkern, nicht nur in dieser Stadt wohnen und dieser Turm, den sie bauen. Das ist nicht gut. Okay, was hat Gott dann gemacht? Dann hat Gott gesagt, oder hat weiter überlegt, das ist erst der Anfang. Die Menschen sind doch noch gar nicht so lange auf der Erde. Ja, wie lange denn? Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Aber so lange, ein paar hundert Jahre. Aber so lange noch nicht. Okay. Und dann hat Gott gesagt, das ist erst der Anfang von dem, was sie sich vorgenommen haben. Und sie werden noch viel mehr machen. Viel mehr möglich machen. Okay. Und dann? Ja, dann hat Gott gesagt, ich schenke den allen eine unterschiedliche Sprachen. Wie? Unterschiedliche Sprachen? Naja, die einen haben dann Chinesisch gesprochen, die anderen Arabisch, die einen Japanisch und dann, was auch immer noch für Sprachen gibt, Französisch, Deutsch, Englisch. Englisch bestimmt auch. Ne? Und dann haben die Leute da gearbeitet am Turm und dann hat der eine gesagt, komm, gib mir mal den Hammer. Okay. Und der andere, der den Hammer hatte, der fragt so, what did you say? Ja, hat er nicht verstanden. Gib mir mal den Hammer. What did you say? Ja, und der eine fragt, kannst du mir mal die Säge geben? Und dann sagt der andere, je ne parle. Genau, die konnten sich auf einmal nicht verstehen und konnten den Turm auch nicht weiterbauen. Und das haben die Menschen dann gemacht. Da haben die Menschen sich gesagt, ja, hier in dieser Stadt können wir nicht mehr leben, wir verstehen ja einander nicht. Und dann? Dann haben sie gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt um. Wir ziehen in diese Richtung und ihr zieht in die Richtung und die anderen ziehen in die Richtung. Und dann sind sie in alle Richtungen auf der Erde, die es gibt, gegangen. Oh, die einen hier nach Europa, die anderen nach Asien, die einen nach Afrika, einige nach Amerika. Ah, so war das. So war das. Aber warte mal, du hast gesagt, Gott hat gesagt, das ist erst der Anfang von dem, was die Menschen tun können. Genau, das ist erst der Anfang. Was heißt denn das? Oh, Gott hat gesagt, Gott meinte damit, wir Menschen sind ja so kreativ wie Gott. Ja. Und da wir so kreativ sind, können wir ganz viele Dinge erfinden. Oh, ja, sowas wie Autos und Flugzeuge und Schiffe. Genau, sowas wie Autos und Flugzeuge und Schiffe. Oh, und was heißt das? Naja, wir Menschen können Gutes erfinden, aber da die Sünde in unserem Herzen ist und uns vergiftet, erfinden wir auch viel Schlechtes. Was denn? Oh, zum Beispiel Waffen, Schwerter, Bomben. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weißt du, es gibt sogar einen Erfinder, der Alfred Nobel. Alfred wer? Alfred Nobel. Oh, wer ist denn das? Ein Erfinder aus Schweden. Und der hat, seine berühmteste Erfindung ist das Dynamit. Oh ja, das ist... Dann kann er Sachen in die Luft sprengen. Genau. Das ist so eine Stange, die zündet man an und dann macht sie BOOM! Oh, vorsichtig. Ja, ich habe ja hier kein echtes Dynamit. Ich habe mich aber trotzdem versteckt. Ja, tut mir leid. Und als er das Dynamit erfunden hatte, hat er gesehen, was für schreckliche Dinge die Leute damit gemacht haben. Oh, was denn? Naja, er hatte das Dynamit erfunden, um den Bergleuten zu helfen, aber andere Leute haben es benutzt, um andere Leute damit zu töten. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und deswegen hat er irgendwann den Nobelpreis gegründet, weil er selber keine Kinder hat, hat er gesagt, mit dem Geld, was ich alles mir erarbeitet habe, will ich den anderen Leuten helfen. Und für die Leute, die Gutes tun, die sollen den Nobelpreis bekommen. Oh. Ja. Gut. So, das war die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Babel, ja, so war die Stadt. Guck, Babel, wo du mich dann erinnerst. So hieß die Stadt später. Wieso denn das? Naja, weil Gott in dieser Stadt die Sprachen verwirrt hat. Oh, deswegen. Genau. In Babel hat Gott damals die Sprachen verwirrt und so ganz viele Sprachen, die ganzen unterschiedlichen Sprachen geschaffen, die wir heute sprechen. Oh, wow. Unglaublich. Hätten die Menschen damals das nicht gemacht, würden wir uns alle verstehen. Dann könnte ich nach Frankreich gehen und die würden mich sofort verstehen. Oder nach Japan gehen und die würden mich verstehen, ohne dass ich deren Sprache lernen muss. Französisch ist nicht so leicht. Das geht. Wenn man lernt, dann geht es. Aber ich glaube, das war genug für heute. Dann sagen wir mal Tschüss zu den Kindern. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. So, wo ist eigentlich deine Brille? Die habe ich abgelegt. Wieso denn das?
Die Augen taten mir weh, als ich durchgeguckt habe. Ja, die Brille, das sind nicht einfach nur Gläser, das sind echte Gläser mit Stärke. Oh, deswegen? Genau, wenn man keine Brille braucht und so eine Brille trägt, tun einem später die Augen weh. Oh, dann war das ja gut. Dann war das ja gut. So, jetzt musst du aber ins Bett. Oh nein. Oh doch.